Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate Jack the Ripper. Wir machen weiter mit der nächsten Mission spricht wie eine Lady. Evie hat Lady Owers in ihrem Anwesen im Nordwesten Londons als Ziel auserkoren. Falls Lady O tatsächlich für Jack the Ripper die Augen und Ohren in der Stadt offen hält, sollte ihr Tod ihn hervorlocken. Okay, wir haben einen kleinen Ladebildschirm. Ich laufe da gerne immer im Kreis. Was ich cool finden würde, wäre, wenn man bei diesem Ladescreen nicht nur durch die Gegend laufen könnte, sondern wenn sich entweder Hindernisse auftun würden, dass man da drüber klettern könnte, oder Gegner auftauchen würden, die man eliminieren könnte. Von der Zeitüberbrückung her, die man im Ladescreen ist, ein bisschen interessanter. For the love of Christ! Don't be afraid! Control yourself! City! Grobiane. Grobiane sind immun gegen Angst. Grobiane können panische Verbündete beruhigen, wenn sie ihnen begegnen. Schalten Sie die Grobiane immer zuerst aus. See the ghost? So, ich würde gerne ein bisschen mich durch die Gegend kloppen. Ich brauche mal ganz kurz. Bombe werfen. Okay. Barrier in the garden, he says. Like a dog would bury a bone. It ain't right, I tell ya. What if I'm next? We're expecting Miss Fry. Alert the men and be discreet about it. We're still running a business. Come.
Come drain my wine with honeyed lips, and I shall tell you a tale of unrequited love from the Orient. You, get back to our guests. If Miss Fry doesn't slit our throats, the Ripper surely will. Lady Owers eliminieren, das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren. Der Totengräber ist eine Ablenkungsgelegenheit, der Butler eine Schleichgelegenheit und Thomas Owers eine Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Do we know what this Fry lady looks like? Just kill any woman lurking around the manor with a weapon. If she turns out to be one of Lady O's girls trying to flee, we can blame it on the Ripper. The Ripper? Haven't you noticed? Whenever Lady O puts one of the girls out to pasture... Shit, jetzt habe ich nicht gehalten. Mist, ich wollte nämlich so einen brutalen Takedown jetzt danach machen, damit die alle wegrennen, aber ich habe natürlich nicht vier gehalten, sondern ein bisschen. Okay, wir sollen insgesamt 10 Gegner an uns einjagen. Alles klar. Schauen wir mal. Bei der letzten Mission habe ich es ja leider nicht geschafft, die 100% zu erreichen. War ein bisschen schade. Die haben das gerade nicht mitbekommen. Enttäuschend. Wieso kann ich die jetzt nicht kaputt machen? Hallo? Dann holen wir uns mal schnell diese Ruhe. So, noch 5 Gegner brauchen wir, denen wir Angst einjagen müssen. Ey, ich kann das Ding... Habe ich das jetzt schon kaputt? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Dann geht's nicht. So, wo genau war denn jetzt... Der Totengräber, der ist hier hinten. Ich muss aber sagen, das Anwesen ist riesig, ne? Mein Freund, komm, guck dich mal da um. Ach, Scheiße.
Mist, komm, steh auf. Komm. Here we go. Du bist immun gegen Angst. Das macht mir gar nichts. Ich habe meine geliebten Wurfmesser dabei. Das da hinten muss ich hier durch. Okay. Aber was ist das denn für ein Ablenkungsmanöver? Mist, wieso hat das jetzt nicht gefruchtet? Ja, weil sie mich, glaube ich, schon gesehen haben. Mist. Shit, da bin ich gestorben. Ist nicht schlimm. Okay, ich muss... Das mit den Bomben muss ich ein bisschen anders machen. Also ich sollte in Deckung bleiben, wenn ich sie werfe. Und erst wenn die Bombe explodiert ist, rausrennen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie groß dieses Zeitfenster ist. Die Zeit, die man hat, um diesen Takedown auszuführen. Muss ich jetzt eben ein bisschen ausprobieren. Aber wenn die uns da schon entdeckt haben, bevor die Bombe explodiert, das wäre... Nee. Nicht so gut. Okay. Hey, Bro. You call this blood? Let me go, I beg you! What's going on? Keep your bloody claws off me! Komm, lauf dahin. Na komm. Nee, hat nicht funktioniert. Alles klar, also sie dürfen mich wirklich nicht vorher entdecken. Ja, jetzt kann ich das Ding wieder so gut hin. Wenn das vorher nicht ging.
deswegen Ablenkung, klar, weil die jetzt alle dahin rennen. Jetzt kann ich die nicht packen. Machen wir es so. Ich finde aber die neuen Moves von Eevee wirklich gelungen. Das muss ich schon mal sagen. Also ich finde die wirklich cool. Oh, ich glaube, wir haben eine Fähigkeit zu vergeben. Sieh mich jetzt mal an. Wenn sie einen brutalen Takedown ausführen, werden sie aus größerer Entfernung gesehen. Aufgespießte Gegner brechen langsamer zusammen und schreien länger. Der Geräuschradius der Angstbombe ist größer. Dann nehme ich die Bombe. Ist ja gar nicht mal so schlecht bewacht, ey. I found a body. Hier wäre jetzt wieder ein Quicksave gut. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich darf halt nur nicht sterben. Ah, ach so, okay. Never read the Kama Sutra, you say? I must confess I've not had the pleasure, Mr. Owers. But I'm told you have an extraordinary collection of... Oh. Get her out of here! Time to shut your mouth! I don't want to hurt you. Walk. That looks like a mess. I say, that's a bit rough, even for me. I don't think I know you, my dear. Look, I've never call me Atropos. I'm not going to. So help me, God, I won't. Oh shit, falsch gedrückt, ey. Don't make a sound. Mist, jetzt. Wieso hat Eevee jetzt nicht mehr die Fähigkeit? Komm schon, jetzt muss ich den immer wieder unter Kontrolle bringen. No noise, just walk. Ich hätte vielleicht ein paar von den Gegnern eher außer Gefecht setzen sollen. Nun gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir zu ihr nach oben kommen. We're going to take what's that then? I'll tell you what you want. Okay, mal gucken, wie ich mit dir hochkomme. Ja, das hasse ich, wenn du ihn unter Kontrolle bringen musst, dann tickt er ja erstmal so aus. Und dann wird der Radius mega groß. An den noch vorbei. Quiet and I won't hurt you. Wenn das jetzt auffliegt, habe ich ein Problem, ey. Wenn er jetzt austickt. Ja, das war klar. Das war so klar. Du mieser Drecksack. Come on!
Eevee, das hatten wir doch schon, Halt die Fresse. Komm her, du mieses Dreck. Mistkerl, du mieser. Let me go and I'll help you. Easy now. Don't struggle. That hurts, my dear. A little tighter, perhaps. Ah, Mist, ich muss so viel Gegnern Angst einjagen. Shit. Ich meine, gut, vielleicht muss ich dann abhauen. Vielleicht habe ich dann noch die Möglichkeit. Ich werde jetzt hier stehen bleiben. If you want to live, don't make a sound. I don't want to hurt you. Oh, jetzt steht er noch. Fucking. Damn your bloody sister and to hell, Jack the Ripper. Darling. I have a most delicious surprise for you. Not now, husband. Can you not see how occupied I am? I should thank you, Miss Fry. I fear death at the Ripper's hands far more than at yours. What have you done with these men? The Ripper is entertaining them presently. Mr. Weaversbrook will be joining them soon. Let us hope Jack has not found you yet, Mr. Weaversbrook. Wie das der Wache da hinten einfach mal nicht aufgefallen ist. Okay, dann lass mich mal noch schnell diese Truhe mitnehmen. Ah, scheiße. Ja, super. Gut, okay, ich hätte... Alles klar, also ihr müsst das mit dem Angsteinjagen erledigen, bevor ihr sie eliminiert, weil jetzt ist für die 100% entkommen, ohne entdeckt zu werden, die zweite Mission. Und ja... Das heißt, das ist jetzt ein Widerspruch in sich. Ich kann das ja jetzt nicht mehr... Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht beides abschließen. Obwohl, eventuell schon. Aber da muss ich extrem weit von den Gegnern weg sein. Den Überblick verloren. Ah, okay. Nee, ich weiß, wo ich bin. Okay.
Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Gut, ich weiß doch nicht, wo ich bin. Scheiße. Mann, aber hier steht irgendwo Eingang. Ah, aber der ist unter mir, wa? Wer verlockt das jetzt trotzdem nochmal zu versuchen? Das reicht nicht, ich muss ihn. Das reicht nicht, ich muss ihn. Ja, okay, gut, jetzt haben wir das so verpackt. Das reicht nicht, man muss schon wirklich einen brutalen Takedown bei einem von einem machen. Gut, vielleicht würde das auch mit dem Spieß hinhauen, wa? Ey, jetzt habe ich hier, habe ich jetzt 8 Gegner. Komm, das will ich wenigstens jetzt. Ich will wenigstens anders schaffen. Das riecht mich jetzt ein bisschen auf, dass ich das nicht geschafft habe. Zu 100%. Man ist voll Kraft, aber man kann das ja wieder nochmal neu spielen. Lass sie deine Angst spüren, eine Trophy. So, ich brauche noch einen. Ja, der hat schon Angst. Funktioniert das bei ihm auch? Also wenn ich jetzt bei ihm so einen brutalen Takedown mache, kriegt er doch Angst, oder? Ja, aber es funktioniert nicht, weil andere das sehen müssen. Okay, dann nicht. Dann werde ich das wohl jetzt so abschließen. Leider. Don't be so stingy, mate. You're taking the piss. It's your third fag this week. Hey, you! Huh? Stop it! I'm back here! Bugger! Go tell Lady O. You tell her. I need this job. Abgeschlossen. Ja, leider nicht 100%, aber das kann ich dann nochmal nachholen. Dann spiele ich die Mission nochmal. Natürlich wäre es schöner, wenn man das gleich von Anfang an zu 100% löst, aber ist jetzt für mich nicht so schlimm. Hey, da ist er doch, unser Freund. Lernt aus meinen Fehlern. Vielleicht könnt ihr das dann gleich zu 100% abschließen. Ja, ist ein bisschen schade, dass man bei der Mission nicht sofort die beiden Missionen sieht, die man für die 100% benötigt. Denn, hätte ich jetzt das schon, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das noch versucht, den Gegnern da vorher Angst einzujagen. Weil dann durfte man sich nicht mehr entdecken lassen und das widerspricht sich dann. Das eine noch mit dem anderen irgendwie abzuschließen, das funktioniert nicht. Also das mit den 10 Gegnern Angst einjagen sollte man machen, bevor man sie eliminiert. Und sich dann darauf konzentrieren, abzuhauen, ohne
entdeckt zu werden. Alles klar, wir sind wieder zurück in City of London. Dann lass mal gucken. Absichtserklärungen, das ist die nächste Hauptmission und um die kümmern wir uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao.